Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Follower, alles Gute hier von der Plenarsitzungswoche aus Straßburg. Diese Woche haben die Europaabgeordneten mit überwältigender Mehrheit dem Pariser Klimaabkommen zugestimmt. Durch die EU-Ratifizierung kann das Abkommen nun vor dem nächsten Klimagipfel in Marrakesch im November 2016 in Kraft treten. Die EU sollte einen nächsten Schritt hier setzen und ihre Führungsrolle im weltweiten Klimaschutz durch eine effektive Klimadiplomatie weiter ausbauen. Hierfür bedarf es jedoch politischen Willens und eine klare Strategie und zusätzliche Kapazitäten in Brüssel, den EU-Delegationen und den Mitgliedstaaten. Und ich setze mich dafür ein, dass der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments endlich auch zu diesem Thema einen Initiativbericht in Auftrag gibt. Ein weiteres wichtiges Thema in Straßburg war der Konflikt in Syrien. Auf Initiative der europäischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hat das Europäische Parlament eine überparteiische Resolution verabschiedet. Darin werden die Angriffe auf Zivilisten und die zivile Infrastruktur im Osten von Aleppo ganz klar verurteilt. Zudem habe ich in einer Rede dafür plädiert, dass die EU-Mitgliedstaaten eine gemeinsame Strategie zum Syrien-Konflikt erarbeiten müssen, der ebenfalls alle anderen Konfliktparteien wie den Iran, aber Saudi-Arabien oder auch die Türkei mit einbezieht. Nur mit einem solchen europäischen Ansatz kann die hohe Beauftragte der EU für Außen- und Sicherheitspolitik eine stärkere Rolle bei den Verhandlungen übernehmen. Ein weiterer wichtiger Punkt in dieser Woche war die Lage in Polen. Ich habe mich an einer Demonstration von polnischen Europaabgeordneten und Aktivistinnen im Europäischen Parlament beteiligt. Ihre Aktion richtete sich gegen das geplante Abtreibungsgesetz in Polen, welches es Frauen fast unmöglich macht, weiterhin legal abzutreiben. Sie können alle Reden und Abstimmungen während der Plenardebatte übrigens immer live verfolgen. Den Webstream dazu finden Sie auf der Internetseite des Europäischen Parlaments oder auf meiner eigenen Seite. Und soweit erst einmal alles Gute für Sie aus Straßburg und bis bald. Tschüss.